So, hallöchen Leute, willkommen zurück. Da sind wir wieder bei Pokémon Feuerrot. Im letzten Part haben wir den ersten Orden geholt, haben uns auf den Weg zum Mondberg gemacht. Aber davor würde ich hier doch gern Nidoran. Nidoran ist natürlich auch eine Option. Wir könnten es theoretisch bis zum zweiten Orden schon Nidoking haben. Es wäre natürlich sehr cool. Die Frage ist einfach. Gut, ich würde sagen, lassen wir das mit dem Mankey und versuchen einfach das Nidoran zu fangen. Ich hoffe, dass 5 Pokébälle reichen, weil sonst wäre ich schon ziemlich hart deprimiert. Und ich habe auch nichts zum Schwächen. Ich glaube, ich würde es einfach one-hitten mit meinem Glutexo. Ich hau jetzt einfach mal die Pokébälle drauf. Wenn nicht, müssen wir gleich nochmal zurück ins Pokébälle kaufen gehen. Ja, natürlich. Ist halt nur Level 6. Ich würde sagen, das level ich dann auch offscreen, dass es irgendwie auf ein Level mit den Gegnern kommt, dass wir es mitkämpfen lassen können. Na, also geht doch. Oh, Mist, jetzt habe ich den Text übersprungen. Ich wollte ihn gerade vorlesen. Es tut mir leid. Ja, natürlich geben wir Nidoran einen Spitznamen. Und zwar nennen wir es. Ah, alles groß geschrieben, ne? Ich komme da immer durcheinander. Es ist. Wo ist es? Da. Es ist natürlich der. Hans Adolf, wer kennt ihn nicht? Oh nein, jetzt habe ich das F weggemacht. Ah, ich brauche unbedingt ein Gamepad. Jetzt ist halt die Frage, gehen wir nochmal zurück, um Pokébälle zu kaufen. Einfach für den Fall der Fälle. Ich meine, ich habe im Mondberg mein erstes Shiny-Pokémon gefangen und Shiny-Pokémon wollen wir natürlich mitnehmen. Und wenn wir denn dastehen ohne Pokébälle, das wäre schon ziemlich deprimierend. Nein! Nein, ich möchte nicht. Hör auf, meine Pokémon zu heilen! Gut, dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück nach Mamoria City. Das sind unterwegs, glaube ich, auch noch Kämpfe, die wir noch nicht gemacht haben. Wenn wir hier unten rumgehen. Jetzt würde ich das gerne so lösen. Ah, da ist Start. Dass wir Hans Adolf mal an erste Stelle stellen. An erste Stelle stellen, ja. Gut, Artikulation ist mein Fachgebiet. Habe ich das schon mal erzählt? Ich bin Meister in der Artikulation. Kappa. Oh, jetzt habe ich aus Versehen wieder auf die Space-Taste gedrückt. Es tut mir leid. Es kommt manchmal vor. Aber what soll's? Einfach, dass Habitat jetzt schon ein bisschen Erfahrungspunkte kriegt. Da ist Hans Adolf gleich auf 7. Easy geht das. Es geht ganz schnell. Ach, war das wirklich nur ein Kampf? Das hat sich ja gelohnt. So. Ey du, gib mich all deine Pokébälle. Gib mir 15. Ich nehme mal sicherheitshalber, da gibt es jetzt so viele Zubats im Mondberg. Dann nehme ich lieber. Nein, ich will nicht noch. Nein! Und ein paar Tränke, weil Mondberg ist lang. Wie viel kann ich denn mitnehmen? 7. Passt, nehme ich. Dankeschön. Auf und davon. Ach, ich kann gar nicht rennen im Supermarkt. Ich wollte zu kurz. Ich bin ein Rennauto.
Oh, du willst auch kämpfen? Warum habe ich gegen dich noch nicht gekämpft? Du Göre. Ja, Level 14 ist einfach noch zu hoch für Hans Adolf. Ich versuche den jetzt so zu leveln. Das müsste eigentlich auch klappen, so auf jeden Fall ein paar Level. Wie gesagt, den Rest mache ich nach der Folge offscreen. Was ich jetzt auch gesehen habe, ich habe jetzt mal ein bisschen zu geguckt in den YouTube, ja, Hans Adolf kriegt sein Level ab. Sehr gut. In den YouTube Analytics. Und ich habe gesehen, dass die Zuschauerbindung so nach ungefähr 15, 16 Minuten so einen kurzen Knick macht. Halt nur so ein kurzer Knick, dann geht sie wieder nach oben. Ich habe das jetzt mal so interpretiert, dass vielleicht da das Video pausiert wird oder so, oder man es später weiter guckt. Jetzt ist die Frage, sind euch 20 Minuten zu lang? Wenn euch 20 Minuten zu lang sind, dann ich mache die Folge jetzt mal ein bisschen kürzer, würde ich sagen. Gucke ich, dass ich diese 16, 17 Minuten, 15, 16, irgendwie so um den Dreh rum mache. Und dann könnt ihr, nein, ich will nicht meine Pokémon halten, dann könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob euch, nein, ich will meine Pokémon nicht halten, ich möchte reden. Ob euch 20 Minuten vielleicht ein bisschen zu lang sind. Das kann ich mir auch vorstellen. Mein Gedanke war halt, ich gucke halt gerne Videos zum Einschlafen. Und da habe ich halt keine Lust, so ständig zwischen den Videos hin und her zu springen, weil ich da halt nicht zur Ruhe komme. Und nicht so gut einschlafen kann. Ah, Level 9. Los, Hans Adolf, das schaffst du. Wow, es hat eine Attacke, mit der es angreifen kann. Wow, die macht Schaden. Nein, nein. Das lassen wir lieber. Und ja, deswegen dachte ich, vielleicht machen das noch andere so. Vielleicht bin ich nicht der einzige seltsame Mensch, der sich Let's Plays zum Einschlafen anguckt. Nee, ich kann es auch schon verstehen, dass 20 Minuten sind halt schon lang. Die Zeit hat halt auch nicht jeder Mensch. Okay. Da drüben ist, glaube ich, noch ein Mondstein oder so. Den brauchen wir natürlich für Nidoking. Ah, das kriegt gleich das Level ab. Dann muss ich das noch kurz umhauen, das Zubat. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so umständlich mache. Ich habe halt noch keinen EP-Teiler. Das wird das Ganze viel einfacher machen. Aber es sollte auch so irgendwie schaffbar sein. Ich habe genug Tränke dabei und der Pokémon Center ist auch gleich um die Ecke. Wir sollten es schon so irgendwie durch den Mondberg durchschaffen. Oh wow, jetzt sind schon 8 Minuten rum. Und wir haben einfach noch null Fortschritt. So, du willst kämpfen. Los, kämpf mich. Naja, da, wohin man schaut, überall nur zwielichtige Gestalten. Zwielichtige. Ich gut Deutsch. Da kann ich, glaube ich, sogar. Also theoretisch ist Flug ja sehr effektiv auf Käfer. Und Schnabel ist ja eine Flugattacke. Warum auch immer Hans Adolf Flugattacken kann. Wird Hans Adolf seinen ersten Kampf erfolgreich selbst gewinnen? Yes, we can! Also, he can. Oder so. Sehr gut. Also das muss schon belohnt werden. Es muss schon viele Erfahrungspunkte geben, Jana. Also. Level 10. Kokuna ist ja zum Glück auch ein Käfer-Pokémon. Die Frage ist jetzt. Wir haben ja. Das ist ja dritte Generation. Da war es ja so, dass es vom Typ abhängig war, ob eine Attacke spezial oder physisch ist. Also speziell oder physisch.
Und ja gut, wir hauen Kokuna trotzdem um. Ja gut, das ist eine physische Attacke, weil sonst wird Härtner da nichts bringen. Ich hätte schwören können, Flug war früher speziell. What if? Das gibt bestimmt auch wieder voll viele Erfahrungspunkte, jawohl. Geht steil bei Hans Adolf. So, hier ist ein Mondstein, oder? Ne, ein paar. Wow. Aber egal, für die Erfahrungspunkte war es das wert. Wir können jetzt nochmal ganz kurz, hier ist ja der Eingang, da können wir nochmal ganz kurz rausgehen, um unsere Pokémon zu heilen. Da brauchen wir jetzt nicht hier unsere guten Tränke aufzubrauchen. Aber ich finde, hier hätte doch noch super ein Pokémon. Hier war, glaube ich, auch irgendwo ein Item versteckt in dem Stein. Fällt mir gerade ein. Nein? Echt nicht? War das da drüben? Ich hätte schwören können, hier war irgendwo ein Item versteckt. Da hätte doch super noch ein Pokémon-Markt hingepasst. Da hätte ich nicht zurück. Echt nicht. Nach Marmoria City laufen müssen. Aber nein. Guck mal da, wie viele Kunden hier rumsitzen. Das sind alles potenzielle Kunden für den Pokémon-Markt. Und die armen Leute, wenn die was brauchen, dann müssen die einfach... Stellt euch vor, Schwester Joy kriegt Hunger. Die sitzt da im Pokémon-Center, denkt sich so, boah, jetzt eine Aufbackpizza. Aber es geht nicht, weil einfach kein Supermarkt in der Nähe ist. Der nächste Supermarkt ist einfach in Marmoria City. Und wenn die nicht da ist, wer heilt dann die Pokémon? Also, entweder die Pokémon sterben, oder Schwester Joy muss elendig verhungern. Es macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Oh nein. Also, ich hätte auf jeden Fall einen Supermarkt hingebaut, ne? Oh, das tut weh. Oh, das tut weh. Was hast du davon? Ich nehme jetzt mal Hans Adolf raus und lass Zippo den Rest machen. Einfach weil Hans Adolf überhaupt keinen Schaden macht. Ich glaube, Schnabel hat einen Angriffswert von 30 oder so. Oh Gott, zum Glück. Wenn jetzt Zippo eingeschlafen wäre, das wäre irgendwie ziemlich ungeil gewesen. You shall not sleep. Haut Gifts um? Ja, haut's. Einen AP gespart. Das hat sich richtig gelohnt. Naja, hauen wir uns weiter durch den Mondberg. Oh, das war früher auch immer, das ist einfach... Ich habe mich hier drin so oft verlaufen, obwohl ich gar nicht weiß, wie. Wenn ich die Spiele später dann nochmal gespielt habe, war es eigentlich recht linear, der Mondberg. Gut, es gibt halt viel hoch, runter... Ich hoffe, dass ich mich noch ans meiste erinnere. Obwohl wir ja auch so viele Items wie möglich mitnehmen wollen eigentlich. Ey, das Käfersammler. Komm her. Ich will jetzt nicht gegen Zubats kämpfen. Ich hätte vielleicht noch irgendwie Schutz oder so mitnehmen sollen. Ich sage Azuria City, wenn du es durch die Höhle schaffst. Das ist keine Höhle, das ist ein Berg. Wir müssen es durch den Berg schaffen, mit Hilfe dieser Höhle. So, wenn er nur Käfer-Pokémon hat, dann sollte Hans Adolf das machen können. Na also. Hans Adolf regelt. Sind wir zwar ein bisschen langsam, aber... So wie ich die Käfersammler kenne, hat er sowieso gleich noch irgendwie ein Safcon und noch irgendwas, was nicht stark ist. Ah, so knapp! Verschwende nicht meine wertvolle Zeit, Käfersammler! Oh, ich hoffe, dass... Ja, gut, damit kann man leben. Ich sag's noch! Die haben einfach alle dieselben Pokémon.
Gut, damals gab es noch nicht so viele Pokémon. Wie viele gab es nach der dritten Generation? Also nach der vierten waren es fast 500. 493, glaube ich. Dann muss es hier, nach der zweiten waren es ja 280 plus minus, glaube ich. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Das heißt, es muss hier irgendwie 300, 350, 360, irgendwie so um den Dreh wird es hier jetzt in der dritten Generation geben. Das weiß ich jetzt gerade echt nicht. Da ist die Auswahl halt nicht so groß an Käfer-Pokémon. Da können die halt nicht mit. Oh, wie heißen die ganzen neuen Käfer-Pokémon? Ach, keine Ahnung. Nee, aber ich weiß ja, das ist ja ein Remake von der ersten Generation. Das heißt, hier gibt's ja sowieso standardmäßig. Also nicht nur, aber fast nur die ganzen Pokémon von Rot und Grün, wollte ich sagen. Aber es sind ja Rot und Blau, weil Grün ist ja in Deutschland nie rausgekommen. Aufgrund von Gründen. Ja, ja. Oh, wow, wir sind schon wieder bei fast 17 Minuten. Und wir haben einfach null Fortschritt gemacht. Das ist Wahnsinn. Ja, gut. Dann... Ah... Mein Sonderbonbon. Ich will jetzt die Folge ungern beenden, weil wir halt überhaupt keinen Fortschritt gemacht haben. Wir haben 2, 3 Kämpfe gewonnen, sind nach Mamoria City gerannt, um uns Pokebälle zu kaufen. Für den total unrealistischen Fall, dass hier irgendwie... Fluchtseil immerhin. Hier irgendwie ein Shiny-Pokémon erscheint. Naja, ich wollte ein Wortspiel machen, aber ich hab's verkackt. Wegen... Los, mach's kaputt. Na, ich dachte, vielleicht kannst du schon one-hitten wegen den Erfahrungspunkten. Gut, solange es die wilden Pokémon nicht one-hitten kann, ist es eindeutig noch unterlevelt. Aber mit Doppelkick haben wir jetzt wenigstens eine nützliche Attacke. Ja, den Volltreffer hättest du auch vorher raushauen können, ne? Ich will noch kurz mit dem ominösen Mann hier oben reden. Hallo, ich grabe Fossilien hier am Mondberg aus. Manchmal hilft mir Rocco, der Arenaleiter von Mamoria City. Gut, das war ja wichtig, dass wir mit dir geredet haben. Ich würde sagen, dann mache ich jetzt trotzdem hier mal Schluss. Es tut mir leid, dass die Folge so wenig produktiv war. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben, Abo dalassen. Würde mich total freuen. Und auch freuen würde es mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin.